Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Wildmander. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Wir gehen nach hier oben, der nächste Punkt, den wir haben. Zum letzten Gebiet des Spiels, nehme ich an. Wir sind schon so weit, ja? Naja, das hört nicht auf. Das hört nicht auf. Ich meine, wir haben noch einen Geist aufgedeckt. Wir könnten natürlich noch mal ganz kurz dahin gehen. Der ist nämlich gar nicht so weit weg von mir, oder? Wir können sogar noch einen näheren Punkt wählen, wo wir hin können. Dann gehen wir da mal ganz kurz hin und dann gehen wir zum Gebiet. Tatsächlich, dann finden wir sowohl nach Orus. Der gute alte Orus. So. Ich frag nicht, was das ist. Ich frag nicht, was man hier so ausbuddeln kann. Trockene Dunstbeeren, die sind gut, die kann man gut essen. Aber trocken ist vielleicht ein bisschen blöd, weil die dann vermutlich uralte Mondprachtblüte. Was war das? Eine Mondprachtblüte. Interessant. Ja, die ziehen natürlich Wasser, die trocknen, logischerweise. Okay, wo ist der Geist? Der Geist ist oben drauf oder was? So wie ich das Spiel kenne, vermute ich schon. Dab, 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 da, 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 da. Was ich aber lustig fand, wir haben ja einen Geist, haben wir komplett bis zum Ende durchgemacht. Eine von den Geistern-Dingern. Da kriege ich ja keine neuen mehr. Liegt das daran, dass ich das Gebiet noch nicht entdeckt habe, das letzte Gebiet, oder gibt es da einfach keine Geister? Tja. Und was ist das für ein Gebiet? Ich meine, das sind die Berge, das wurde uns so quasi gesagt, oder? Quasi die Berge, zu denen wir hingehen. Ich bin mal gespannt. Was ist das denn? Eiserne Verfassung. Ah. Danke sehr. Ja, tschüss, tschüss. Müssen wir weiter. Wir können wieder Geister leveln, wir können natürlich das hier machen, da können wir überall Quellsteine erzeugen, glaube ich. Ich mache lieber erstmal das. Und dann nach Westen einfach. Ich meine, das ist auch wieder so ein Blitzding, ne? Wo wir noch nichts gegen tun können. Ne. Vielleicht kann ich auch schon was dagegen tun, aber ich weiß es nur noch nicht. Oha. Da-dap, da-dap. Was ist das hier für ein Ort? Das ist auch wieder so ein Blitzding und es vergiftet einen, wenn man hier drin ist. Okay. Dann gehen wir da nicht rein. Da-da-dum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 -d
Ah. Wie war das mit dem Abblocken nochmal? Ah, das ist das falsche Ding. Reflexion, ne? Nice. Die können wir also zerstören, immerhin. Muss man echt ein bisschen aufpassen, wir vergiften uns hier echt gut. Was ist das? Okay, damit können wir glaube ich die letzte Art von Werkzeugen herstellen, ne? Wollen wir es dann leveln? Hier oben ist ein Teleporter. Mal sehr gut. Auf frische Dunstbären. Frischen Dunstbären nehme ich gerne. Die können wir auch einfach essen. Eins zumindest. Ich wollte gerade sagen, haben wir die Kuchen nicht mitgenommen? Doch, haben wir. Was ist das? Oh mein Gott! Hier ist ein Grab. Dann, dann, dann. Haben wir hier was pflanzen, ne? Nehme ich an. Was pflanzt man diese Dinger? Keine Ahnung. Ich kletter lieber den Berg nach oben. Ist, glaube ich, der sicherere Weg. Als da, wo die Steine runterfallen. Wo müssen wir hin? Da unten hin? Nee. Können wir die Quest nicht markieren oder so? Zeit zum Suchen. Sound ist auf jeden Fall vor allem ein Teleporter.
Hier oben auch übrigens. Ich wollte wegen der Stele hier hin. Seht ihr das? Man fällt hier viel schneller mit dem, mit der Fähigkeit in der Gegend. Was ist das hier? Aua! Die Stange vergiftet mich. Ach so, nee, ich hab nichts zu essen. Die Schallstange hat mich vergiftet. Nee, nee. Ich muss doch mal was essen. Überlebensschriftrolle will ich auf jeden Fall haben. Essen wir die eben beide. Schlange macht gar nichts, okay. Das Problem ist, ich habe leider den Text nicht gelesen, weil ich währenddessen kurz vorm Sterben war, als der Text da stand. Ja, laden wir mal nach Hause ein. Ja, wir können ja nach Hause teleportieren, oder? Dann kommt ihr dann mit nach Hause. Okay, wir haben eine Überflutung, wie ihr seht. Oh, wobei es geht einigermaßen. Okay, dann brauchen wir noch nicht reagieren. Ich dachte schon, es ist überflutet, aber es geht eigentlich noch. So, dann kommen wir wieder zurück. Wir hätten Wasser mitnehmen können. Was, das machen wir eben. Es wird jetzt Tag. Ist vielleicht wirklich sinnvoll, eben kurz Wasser mitzunehmen. Essen wir noch eben kurz was. Das Teleportgeräusch ist immer so laut. Es tut mir leid für eure Ohren. Aber ich muss da auch durch. Oh mein Gott. Ah, da wird geschossen, seht ihr? Da muss es sein. Ich hätte gerne einen Teleporter in der Nähe, aber leider. Oh mein Gott. Oha.
Die sind aber geschützt, oder? Falsche Taste. Nichts machen, ne? Die schießen aber diese Dinger, die ich reflektieren kann. Lustigerweise. Das prallt an den ab. Moment mal, ich muss ganz schnell was essen. Nicht nur essen, ich muss auch das Elixier hier nehmen. Kann ich die Quelle reinigen irgendwie? Nein, er hat getrunken. Oh mein Gott. Ich bin mega vergiftet. Ich wollte die Quelle reinigen. Ich dachte, das wäre eine Quelle, die man reinigen kann. Aber nein, das ist keine Quelle, die man reinigen kann. Okay, wir müssen von hier definitiv weg. Das ist nicht der richtige Ort, glaube ich. Ich meine, Orus hat dir mitgeteilt, dass du seinen Tempel aufsuchen wirst. Gefragt hat er dich nicht. Also das sieht nicht nach einem Tempel aus. Das sieht nach einem Baum aus, den die angreifen. Wir müssen, glaube ich, woanders hin. Wir haben auch keinen Mana mehr. Schock, schwere Not, wir sind zum Glück da raus. Hat er die falsche Richtung gerade? Das ist das ist das denn? Nein. Das ist eine Schlange, oder? Arx-Altar. Können wir Runenschlüssel bekommen.
Hier ist nochmal so ein Ding mit einer Schlange. Es gibt wieder frische Dunstbeeren. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht das hier machen sollen, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Können die pflanzen? Das ist nass. Ich hatte die mal gepflanzt. Das hier ist der Rand der Map, die leider auch aussieht wie der Rand der Map. Das ist ein bisschen schade. Lass mich raten, es sind wieder diese Beeren drin. Frisches Amarantkorn. Ich pflanze trotzdem nochmal hier einfach. Ich pflanze die einfach. Ich meine, wenn ich hier vorbeikomme und davon einen ernten kann, bin ich immer froh. Weil die geben Wasser und Nahrung. Also bin ich immer happy. Ich muss ehrlicherweise sagen, die Berge fühlen sich bisher noch so ein bisschen an, wie das wurde am Ende der Entwicklungszeit gemacht und ist nicht so ganz fertig geworden. So fühlt sich das ein bisschen an. Sehr wenig Dekoration. Irgendwie, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es wirkt so karg, so unfertig irgendwie. Aber vielleicht haben das Berge auch einfach so an sich, das kann natürlich sein. Dann spawnen einfach so Steinchen, die immer von oben runter rollen und... ich weiß nicht. Und dann der Rand der Karte, wo sich keine Gedanken drüber gemacht haben, wie sie das jetzt machen wollen. Ich hätte es halt irgendwie so gemacht, dass man einfach eine Klippe macht, an der man nicht klettern kann, an der man einfach sich nicht festhalten kann. Dann kann man da nicht hochklettern. So, dann. Also wirkt es ein bisschen, naja, direkt ein krasser Cut. Ich meine, Random Karten haben natürlich auch das Problem. Die Random Karten haben sowieso das Problem dann. Also die haben noch viele andere Probleme mit, also die haben immer noch sehr viele andere Probleme, wie ich mitbekommen habe. Haben die Random Maps so ein paar Probleme. Ich schmeiß den mal ganz kurz weg, damit ich den nehmen kann. Aber ich habe nicht genug Wasser und alles. So. Kommt schon. Okay.
Ehrgeiz ist voll. Nice. Ich weiß leider nicht, welchen Tempel er meint. Die Quelle können wir hier reinigen, ne? Okay. Brauchen wir natürlich noch ein paar Ressourcen. Vielleicht ist das hier irgendwie der Tempel. Also diesen Tempel sehe ich wirklich nicht. Waren wir schon. Vielleicht können wir irgendwie Hinweise kriegen. Vielleicht können wir ja hier nochmal fragen nach Hinweisen. Nee. Leider nicht. Und im Questtag steht auch nichts mehr, ne? Ach doch, ich selbst werde den Zugriff der Phantome auf ewig entgehen. Die Zeit kann niemand in Ketten legen. Deine Ankunft in meinen Tempel wird erwartet. Du wirst gute Arbeit dabei leisten, die Götter vom Joch der Phantome zu befreien. Es grämt mich, dass dieser Ort so völlig verwahrlosen wird. Doch mein Tempel werden sie bei ihren zwecklosen Versuchen schänden. Ihrem eigenen Ende zu entgehen, von der Zeit gibt es keine drin. Also es ist doch dieser Baum, oder was? Aber ich weiß halt nicht, wie ich diesen Baum besiegen kann. Also die Gegner da drumherum, wie ich die besiegen kann. Ich hab keine Ahnung. Wie man da vorgehen soll. Können wir eigentlich. Sternmetallwerkzeuge. 8 Erinnerungen. Ich meine, wir können auch Überlebensgeister holen. Die sind beide dort. Okay. Wir sollen natürlich vorher nochmal unser Wasser nachfüllen. Ich habe Wasser nachgefüllt, getrunken und nicht nochmal nachgefüllt. Ich bin nicht sehr clever. Das kriegen wir schon hin.
Ich dachte, wir haben das Gift entfernt, die vergifteten Lüfte hier, die vergiftete Luft. Dadurch, dass wir die Türe geöffnet haben. Gelüftet haben quasi. Ersatz mit X, das war wohl nichts, ne? Ich hab Springen gedrückt übrigens vorher. Hat er nur nicht gezählt. Ich weiß nicht, ob die Sternwerkzeuge irgendwas bewerkstelligen. Ich brauche halt einen besseren Spiegel, ne? Das ist, glaube ich, das, was ich machen muss. Das wird jetzt wehtun, nee, doch nicht. So. Eine weitere Spiegelverbesserung aus Sternmetall her. Also müssen wir nochmal Arkan jetzt leveln. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt noch Arkan herbekommen sollen. Wir müssen Arkane Gräber dann machen, ne? Anders wird es nicht gehen. Ich weiß nicht, ob dieser Spiegel dann quasi die... Ich kann mir halt vorstellen, dass es so ist, dass die Lösung des Rätsels dort bei den Meteoriten liegt, dass wir die abernten müssen. Dass das so gedacht ist. Ich weiß halt noch nicht, ob es so ist. Müssen wir mal schauen. Vielleicht müssen wir mal mit den anderen Göttern nochmal sprechen. Vielleicht haben die ja noch irgendwie Ideen. Von hier war das noch. So. Ah ne, der daneben. So. Das überlebende Ding bringt uns leider auch nicht so viel jetzt. Ich würde gerne den Phantomangriff jetzt mal langsam haben. Der kommt jetzt gleich wieder, wenn ich in meine Quelle gehe, ich sag's euch. Lass uns mal zu den anderen Göttern gehen. Ja, wir können mal hier nachfragen. Und da würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part dann. Aber erstmal spreche ich mal ganz kurz. Ah, guck mal, das ist kein Ausrufezeichen, aber das wird vermutlich ein neues Quest sein, ne? Das wird... Oh mein Gott. Vielleicht hilft uns das ja weiter, die Quest, die wir hier machen können. Neubepflanzung des Meers. Wie kann ich die Pflanzen, die einst hier wuchsen, ein besseres Zuhause schaffen? Kräfte des Winds. Wie kann ich den Wind sonst noch einsetzen? Der Wind kann ein mächtiger Verbündeter oder ein gefährlicher Feind sein. Ich kann dir helfen, auf dem Wind zu segeln.
Bring mir eine Feder aus dieser Einöde und ich werde es dir zeigen. Folge den Vögeln, denen die das Glück hatten, all die Jahre zu überleben. Okay. Eine Leuchtfeder. Okay. Ah, nutze Blitze und Wind. Oh, das kann natürlich vielleicht der Trick sein. Dieses Land wurde von den Phantomen unbewohnbar gemacht. Aber Naya will natürlich, dass du einen Garten pflegst. Ich hoffe sehr, dass unsere gütige, liebevolle und nachsichtige Flussgöttin nichts gegen ein bisschen Konkurrenz einzuwenden hat. Die Hexenholzbäume wurden von den Magiern dieser Inseln gepflegt. Mit Hilfe der richtigen Magie müsstest du aus einem ausgewachsenen Hexenholzbaum selbst ein Moor erschaffen können. Meinen majestätischen Mündungsgebieten werden sie zwar nicht das Wasser reichen können, deine Dünen und Wiesen aber allemal. Nayas mickriger Ziergarten hat nicht den Hauch einer Chance. Züchte einen ausgewachsenen Hexenholzbaum und kombiniere dann magische und natürliche Kräfte, um einen Moormutter zu erschaffen. Okay, das klingt ein bisschen komplizierter. Weil wir haben schon mal Hexenholzdinger gehabt, aber ich weiß nicht, wo wir Hexenholz herbekommen gerade. Das weiß ich gar nicht. Kann es sein, dass das einfach der Tempel da oben ist? Seht ihr dieses Riesentempel-Ding da oben? Ich glaube, das ist der Tempel, wo wir hin müssen. Ah, okay. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann. Haltet die Unsterblichkeit und macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!